Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Tibia. Hier ist euer Logitech 95 und ja, heute habe ich eigentlich nicht so viel geplant. Freitagabends, mein Kopf ist leer. Wir haben 23:30. Ich hatte einfach nur Bock, kurz ein Video zu machen, ein bisschen was zu quatschen, weil ich keine Freunde habe und so. Nee, Spaß. Ja, deswegen bin ich jetzt mal eine Runde im Ancient Temple Level gegangen. Ich habe währenddessen auch mal, während ich keine Videos gemacht habe, eine Runde geskillt. 36, bin noch ein paar Mal verreckt, sonst wäre ich jetzt bestimmt schon Level 16. Quests bisher noch keine gemacht. In Zukunft werde ich sehr wahrscheinlich mit Stinky Rebel, das ist der hier. Er hat auch einen Kanal auf YouTube, wie er genau heißt, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Mit dem werde ich dann wahrscheinlich zusammen Videos machen. Das nur mal so als Vorab-Info. Ob wir die jetzt bei ihm hochladen oder bei mir, das ist jetzt noch offen. Aber ich denke mal, dass das auch eigentlich irrelevant ist. Also von daher ist das dann egal. Ja. Also über Tibia zu reden, gibt es jetzt nicht wirklich so viel. Deshalb muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen. Die Frage ist jetzt nur, was? Ja. Wie ihr seht, neues Equipment gekauft. Etwas besseres. Das Alter habe ich verloren, mehr oder weniger. Musste ich mir ein bisschen Geld fahren. Bei Rottwürmern und so. Und habe mir dann einigermaßen gute Sachen gekauft. Finde ich eigentlich ganz okay. Die Waffe hat zwar weniger normalen Schaden, aber die macht noch plus 8 Earth, das ist gut. Jetzt mache ich mehr Schaden. Und finde ich gut. Das Blöde ist, was ich mitbekommen habe, dass auf dem Server hier sehr, sehr viele Botter sind. Also man kann ja eigentlich nirgendwo mehr hingehen, ohne dass man hier irgendwelche Botter findet. Die haben ständig irgendwelche scheiß Mobs wegklauen. Ah, das ist nicht weiter schlimm. Scheiß drauf, ist eh nur hier für die Let's Plays. Mein Hauptcharakter, da werde ich wahrscheinlich auch erstmal keine Videos machen. Der ist auf Askara. Ist eine Open PvP World. Wahrscheinlich werde ich dann zur zweiten Staffel von Tibia auf eine Hardcore PvP Welt gehen. Dass wir auch mal richtig was zu sehen bekommen. Oh Gott, kann er sich jetzt nicht verpissen? Leave. Now. Das Dumme ist, man kann die Leute hier nicht einschrecken. Beziehungsweise einschüchtern, weil die ganzen Pisser so selbstsicher durch die Gegend laufen, weil sie genau wissen, aha, der kann mich nicht angreifen, ohne dass er, dass ich es bestätigen muss. Das ist der Käse. Und irgendwie piepst mein Handy im Hintergrund, also das geht mir auch ganz schön auf den Sack. Ja, schnell mal den Warrior runterklatschen. Vorher habe ich viel länger gebraucht. Auf jeden Fall bringt es die Waffe mit dem Zusatzschaden. Sag mal, was macht der da unten? Man merkt schon wieder, dass das wirklich ein Botter ist, ey. Unglaublich. Unglaublich. Ich frage mich jetzt nur, warum die dem nachrennen, nicht mir. Da ist er ja. Komm her. Verreck. Super. Ah, jetzt habe ich wieder was im Kopf, worüber ich noch sprechen wollte. Und zwar Battlefield 3, das neue Patch ist ja vor einigen Tagen rausgekommen oder vor einer Woche, ich weiß nicht mehr so genau. Ich habe es mir runtergeladen und werde wahrscheinlich dann auch eine Let's Play Shuffle machen oder einfach irgendwelche Videos hochladen von meinen Matches. Ich weiß nicht, ob ich dann die ganzen Matches aufnehmen werde, weil das kann ja ein bisschen lang dauern. Aber ich denke auch, ich könnte das schneiden in mehrere Teile. Das dürfte dann auch kein Problem sein. Ja, des Weiteren muss ich dann halt noch jemanden finden, mit dem ich dann zusammen ein Commentary mache bei Battlefield, weil allein ist das irgendwie scheiße. Aber ich denke mal,
Das werden wir hinkriegen. Ich muss mal das Video unterbrechen, jetzt wahrscheinlich kurz, weil ich mal auf den Pott muss. Ja, lustig ist es jetzt nicht unbedingt, aber feuerfrei.